Beschreiben Sie Eigenfertigung und Fremdbezug. Ist im Grunde eine einfache Frage, nur hier steht beschreiben, das heißt, man erwartet jetzt mehr Text. Stünde dort nennen, dann hätte man das noch schneller abgehandelt. Zunächst mal vielleicht auf Neudeutsch heißt das Ganze Eigenfertigung heißt make und Fremdbezug heißt buy. Und man spricht hier auch, da gibt es auch einen bestimmten Aufgabentyp zu, Make or Buy Entscheidungen. Ist Eigenfertigung günstiger oder ist Fremdbezug besser? Aber das ist gar nicht gefragt, sondern wir sollen es nur beschreiben. Eigenfertigung bedeutet, Betrieb stellt das Produkt selber auf der eigenen. Ja, ich muss ja beschreiben hier, ne? Also schreibe ich ein bisschen ausführlicher. Produktionsanlage her. Und Fremdbezug bedeutet, das Produkt wird bei einem anderen Produzenten hergestellt. Und von dort bezogen. Ja, wir bekommen dieses Teil dann geliefert. Hier ist also das Teil, hier bei Eigenfertigung entsteht das Teil in der eigenen Produktionshalle. Beim Fremdbezug entsteht das Teil in der Produktionshalle von jemand anderem, nämlich von einem Zulieferer, der es uns dann liefert. Und wir verarbeiten es weiter, verkaufen es weiter, je nachdem. Ja, das hängt von dem Teil ab. Und das ist der Unterschied. Ja, Sie sehen, nicht schwer. Ja, aber als Grundlage, um dann später Aufgaben zu, also dieser Teil hier, Eigenfertigung und Fremdbezug, kommt eigentlich in der Regel in Form von Aufgaben dann. Ja, man nennt das auch optimales Produktionsprogramm und dann muss man dann rechnen, ob es sich vielleicht lohnt, ein bestimmtes Teil eben nicht selber zu produzieren, obwohl der Stückdeckungsbeitrag positiv ist, sondern es fremd zu beziehen. Ja, wenn man hier Eigenfertigung macht, dann hat man natürlich als Kalkulation den Preis, den man draußen am Markt erzielt, minus die KV, die variablen Kosten. Und die Differenz zwischen den beiden nennt man den Stückdeckungsbeitrag. Und bei der das ist bei der Eigenfertigung. Und beim Fremdbezug, da hat man natürlich als Kalkulationsbasis den Preis wieder. Das ist der gleiche Preis wie dieser Preis, aber minus Kostenfremdbezug. Ja, Kosten FB, Kostenfremdbezug. Und diese Kostenfremdbezug liegen in der Regel höher als diese KV. Sei hier der Preis 8 Euro, sei hier KV 2 Euro. Sei hier der Preis wieder 8 Euro, der ändert sich ja nicht, ne? Das ist ja der externe Marktfaktor, der sich nicht ändert, ob ich die Teile selber fertige oder fremd beziehe. Die 8 Euro, die halten wir zunächst mal als, oder unterstellen wir zunächst mal als feststehend, aber die Kosten für den Fremdbezug sind dann wahrscheinlich mindestens 3, 4 Euro. Ja, 4 Euro. Denn diese KV, hat der, der es wirklich produziert, hat die vermutlich auch. Und der will ja auch was verdienen, also schlägt er da was drauf. Sagen wir 4 Euro. Ich weiß das nicht. Aber da die Unternehmen heute mehr oder weniger die gleichen Produktionsanlagen haben und mehr oder weniger auch die gleichen Kalkulationsverfahren, kommt er auch auf die 2 Euro bei seiner Kalkulation. Ja, Material, Einzelkosten, Fertigungseinzelkosten, das ganze Zeugs. Kommt ja auch ziemlich genau auf 2 Euro und schlägt dann was drauf. Dann ist er von mir aus bei 4 Euro. Ja. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.